das ist die Rolle Ihres Lebens war. Wieso? Naja, weil es Spaß gemacht hat, ganz einfach. Und weil es schön ist, mit verschiedenen Sprachen zu spielen. Auf Holländisch, auf Englisch. Sprechen Sie denn wirklich Holländisch? Ja, meine Frau ist Holländerin. Ah, wow. Wow, oder? Ja, nee, aber das war natürlich das erste Mal, dass ich auf Holländisch gedreht habe und es ist auch nicht perfekt natürlich, aber ich fand es gar nicht so schlecht. Ja. Es kam sehr gut beim Publikum an. Und was hat Sie gereizt an dem Projekt? Wieso wollten Sie mitmachen? Ich fand einfach erstmal die Geschichte wunderbar und ich fand die Figur wunderbar, ein Meisterdieb, wer will das nicht mal sein? Ja. Und die Begegnung mit dem Regisseur, wir haben uns ja vorher getroffen, die war auch klasse, wir haben uns gut verstanden. Ja. Und ich habe seinen Film, den er davor gemacht hat, gesehen und fand den auch prima. Und so hat sich das ergeben. Ja. Bezahlung hat auch gestimmt und so weiter, also was soll's. Klingt ziemlich gut. Und hatten Sie selber auch so einen coolen Ich hatte überhaupt keinen einzigen Großvater. Die waren komischerweise alle schon tot. Nee, einen Großvater hatte ich nicht. Auch schade. Aber es gibt ja auch andere Großväter. Vielleicht hatte ich auch Glück, dass ich keinen hatte. Wer weiß, nicht, wen man erwischt. Aber so einen, wie ich ihn gespielt habe, kann man, glaube ich, ganz einigermaßen gut vertragen. Das stimmt. Und hatten Sie vielleicht so eine coole Großmutter, wie Isabella Rossellini dargestellt hat? Ich hatte eine ganz tolle Großmutter, in der Tat. Die war zwar keine Sängerin, aber die hatte auch ein riesengroßes Herz und hat aber auch gesungen, fällt mir gerade ein. Die hat auch viel gesungen, die kam aus dem Rheinland. Im Rheinland wird gern und viel gesungen. Und da habe ich auch die Singerei für mich entdeckt, weil die einfach auch, ja, die war immer irgendwie gut drauf. Ein wunderbarer Mensch. Warum nicht, wenn es was Lustiges gibt und was Schönes, was einem Spaß macht und wenn es einem einer anbietet, muss einem erstmal einer anbieten. Ich bin ja nur ein Angestellter. Und noch die letzte Frage, und zwar würden wir ganz gerne wissen, was Ihnen persönlich jetzt Familie bedeutet, weil es war natürlich ein sehr präsentes Thema oder das Thema in dem Film. Familie bedeutet mir sehr viel. Also meine Familie war auch heute hier drin und ich bin ein Familienmensch. Also ich bin nicht so ein, ich bin zwar auch ein Einzelgänger, aber ohne Familie würde ich mich nicht wohlfühlen. Das steht fest. Und haben Sie Enkelkinder? Nein, noch nicht. Ich warte schon darauf. Aha.